Moin Moin Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch Video. Dabei wird es heute mal wieder Zeit für einen kleinen Merchandise Quickie. Denn so gibt es seit wenigen Tagen die erste von drei Nendroid Overwatch Figuren. Ja, neben Tracer, die ich euch heute zeige, wird es dann demnächst auch noch May und Mercy geben. Das sind die bisher angekündigten Nendroids, weitere Figuren können natürlich immer noch erscheinen. Ja, wer jetzt gar keine Ahnung hat und sich fragt, was sind eigentlich Nendroids, das sind sehr populäre japanische Plastikfiguren, die Charaktere aus, ich sage jetzt mal Anime, selbst Musik oder halt Videospielen in einer sehr verniedlichten Chibi-Version zeigen. Also ihr seht das hier mit Tracer, die ist einfach sehr, sehr niedlich. Ja, das Besondere an den Androids ist dabei übrigens die Tatsache, dass diese mit haufenweise Anpassungsmaterial ausgeliefert werden. Das ist ja gerade auch was ihr schon im Hintergrund seht. Tracer kommt mit ihren Pistolen, sie kommt mit unterschiedlichen Gesichtern, sie kommt mit einer Pulsbombe, man kann die Haare verändern. Es gibt unterschiedliche Handgesten, je nachdem, was man darstellen möchte. Ja, und sogar ein komplett anpassbares Bein, um ihre ikonische Highlight-Pose nachzustellen. Als jemand, der in der Vergangenheit wirklich noch nie mit Nendroids in Berührung kam, war ich hier wirklich ein bisschen überwältigt, denn für knapp 30 Euro, je nach Händler, bekommt man wirklich eine Figur, die man komplett anpassen kann. Und sowas habe ich in letzter Zeit nicht besonders häufig erlebt, da die meisten Statuen oder ja auch Funko-Pop-Figuren einfach sehr, sehr statisch sind. Aber hier, und ihr bekommt das schon im Hintergrund so ein bisschen im Video mit, man kann wirklich alles anpassen, jedes Gliedmaß, jeder Arm lässt sich beliebig drehen, die Hände lassen sich drehen, die Beine. Das ist super, super cool, gerade wenn man Tracer in einer bestimmten Pose zeigen möchte. Ja, dabei hilft übrigens auch der mitgelieferte Figurenarm ungemein. Zum einen hält dieser natürlich die Figur, zum anderen lässt er wirklich coole Sprungposen umsetzen. Ja, trotzdem, ein paar kleine Kritikpunkte habe ich und der erste Punkt wäre einfach der, dass diese Figur mit so knapp 10 cm wirklich nicht besonders groß ist. Also selbst wenn ich es jetzt noch mit den normalen Funko Pop vergleiche, die ja nicht besonders groß sind, muss man einfach sagen, dass diese Figur noch kleiner ist und ja, dementsprechend auch kleiner wirkt. Selbst wenn sie mit dem Standarm natürlich ein bisschen Größe gewinnt. Ebenfalls eine Sache, die mir nicht ganz gefällt, ist, wie man mit dem Zusatzmaterial umgeht. Zum Beispiel die Pulsbomb hat keinen extra Stand. Und ich sag mal so, eine Tracer, die ich in jeder Pose darstellen kann, das heißt auch in einer Pose, wo sie vielleicht die Pulsbomb wirft, da finde ich es ein bisschen merkwürdig, wenn ich die Pulsbomb nur vor die Figur legen kann. Das ist, wie gesagt, weniger ein Problem bei den Pistolen, weil die hat sie in der Hand oder selbst wenn ich nur eine Pistole nehme und eine Handgeste. Also man kann die Figur ja beliebig anpassen, aber ich finde hier hätte, gerade bei der Pulsbomb hätte vielleicht so ein extra kleiner Stand geholfen. Ja, wie aber schon erwähnt, wirklich kleine Kritikpunkte. Ich glaube mittlerweile wirklich von all meinen Overwatch-Figuren und ihr kennt mich, ihr habt gesehen, was ich euch an Merchandise-Videos in den letzten, im letzten Jahr gezeigt habe. Also ich kaufe ja sehr, sehr viel und selbst morgen kommt meine Widowmaker an, also die richtige Overwatch-Statue. Ich muss zugeben, diese Nendroid Tracer ist, glaube ich, so ziemlich weit oben auf meiner Favoritenliste. Ich habe nicht besonders viel erwartet und jetzt habe ich die Figur hier und ich kann es kaum abwarten, dass wirklich die May und auch die Mercy kommen. Ja, wie seht ihr das? Sind Nendroid-Figuren was für euch? Ich bin wie üblich an eurer Meinung interessiert. Bei den Funko-Pop-Figuren, da war die Meinung immer sehr, sehr gespalten, weil der eine Teil hat gesagt, ach nee, die gefallen mir gar nicht von der Optik. Die anderen haben gesagt, ja, es wäre schon cool, richtige Figuren zu haben. Also, wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns da diskutieren und ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben.